So, erstmal herzlich willkommen zu unserem neuen Video und zwar dem Video aus dem Turnier in Seeben. Ich zeige euch meinen ersten Dressurreiter A mit Gangster und dann meine erste A2-Sterne-Springprüfung mit Polly. Ich möchte allerdings kurz vorher etwas sagen, denn der Dressurreiter A ist leider nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Dazu muss ich sagen, dass ich unfassbar nervös war. Also ich bin immer ein bisschen nervös vor Turnieren, ich glaube, das ist normal, aber Seeben ist einfach das Turnier, zu dem wir jahrelang zum Zuschauen gekommen sind, wo einfach so unfassbar gute Leute reiten. Und das hat mich sehr, 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 sehr eingeschüchtert. Gangster war eigentlich ziemlich entspannt, am Anfang ein bisschen glotzig, aber hat das dann super entspannt gemacht auf dem Warmreiteplatz. Wir hatten auch die Chance, vor der Prüfung nochmal ums Viereck rumzureiten. Er war eigentlich super entspannt, bis zu dem Moment, als die Prüfung losging. Aber ich muss halt echt sagen, ich denke, ich kann das zu 80% auf meine Schippe nehmen, weil ich so nervös war. Ich habe es einfach selber gemerkt. Dazu kam dann auch noch, dass ich die falsche Aufgabe gelernt hatte. Ja, es ist toll, wenn man sich nicht das neue Aufgabenheft holt, wenn sich die Aufgaben ändern. Kluge Entscheidung ist mir mittlerweile gekauft zu haben, was natürlich die Nervosität in einer solchen Situation noch verstärkt. Und ich vorne wegreiten musste, was ja auch nicht unbedingt meine Lieblingsposition ist, wenn ich noch dazu eine fremde Aufgabe reiten muss. Aber ich denke, wir haben es für unsere Verhältnisse trotzdem einigermaßen souverän gemeistert. Es war leider irgendwie so die schlechteste Dressur, die wir diese Saison abgeliefert haben. Vor allem halt schade, da ja in Groß keiner super gelaufen ist, in Sangerhausen super gelaufen ist. Aber ja, ich denke, das lässt sich aber bessern, indem wir mehr Erfahrung sammeln. Jetzt zeige ich euch erstmal den Ritt. So, wir sollten erst auf der rechten Hand Abteilung bilden. Das hat irgendwie unproblematisch geklappt. Dann sollten wir antraben, als die Abteilung hergestellt war, die lange Seite runter und dann halt aufmarschieren, halten, grüßen. Ja, und dann nahm das Drama ihren Lauf, denn Gangster hat plötzlich festgestellt: Oh mein Gott, das Publikum, oh mein Gott, wir werden sterben. Ich habe mir gedacht: Alles gut, bleib ruhig, reite ihn einfach vor nach vorne wieder ran, bring ihn ruhig hin. Ihr seid ja noch nicht, ihr habt ja noch nicht gegrüßt, ist nicht so schlimm, wenn er jetzt ein bisschen glotzt, solange er dann entspannt weiterläuft. Gut, dann bin ich halt hier schön zum Aufmarschieren, Grüßen reingeritten. Man merkt, er ist sehr, sehr spannig. Stand natürlich auch im Protokoll drin, dass das schwierig war. Hat sich aber doch jetzt hier erstmal gut halten lassen, hat da ein bisschen umgezappelt, aber alles nicht so schlimm. Haben ihn dann sofort erstmal gelobt und versucht, ihn wieder ein bisschen ruhiger zu kriegen. Das ging dann auch. Dann sind wir schön losgetrabt. Und dann mussten wir leider gleich wieder zu der langen Seite hin. Und ich dachte so: Ach komm, Gangster, komm, komm, es wird dich keiner fressen. Hab versucht, schön hinten zu sitzen und ihn zu begrenzen. Aber wie das halt so ist, wenn man prompt erwartet, dass er da wieder wegspringen wird, wird er dann natürlich wieder wegspringen. Es hat mir halt ein bisschen leid getan für die hinter mir, dass er da so ein bisschen, unkontrolliert weggesprungen ist. Aber naja, passiert nun mal. Dann kamen die Schlangenlinien in drei Bögen. Dabei sollte man überstreichen über der Mittellinie. Ja, zu der Tribüne hin war das halt blöd. Ja, ich meine, das Überstreichen dient dem zu kontrollieren, ob er in der Selbsthaltung läuft. Wenn er die aber nun mal schon nicht hat, weil er den Kopf hochgerissen hat und glotzt, ja, kann man das mit dem Überstreichen noch nicht überprüfen. Beim zweiten Überstreichen war es besser, da ging es weg. So, jetzt mussten wir durch die ganze Bahn wechseln. Dabei Tritte verlängern, das hat überraschend gut geklappt. Also normalerweise kommt er da mal hier auf den Knick. Aber das hat, da war ich echt zufrieden mit. Also da sah man eine gute Rahmenerweiterung. Ja, insgesamt, er läuft sehr, sehr spannig. Der Kopf ist zu hoch. Er hat zwar mal ein paar Momente, in denen er runtergekommen ist, aber er hat sich dann sofort wieder ablenken lassen. Ich war, wie gesagt, auch nervös und unkonzentriert. Aber ich war eigentlich ziemlich stolz, dass ich doch meine Aufgabe noch beisammen hatte. Ja, jetzt ist er hier super brav hochgetrabt. Dann mussten wir halten. Das hat eigentlich auch gut geklappt. Und dann rückwärts richten. Da war er so ein bisschen so, da hat er meine Hilfe erstmal ein bisschen ignoriert, aber hat das dann gut gemacht. Er ist leider mit dem Hintern da so ein bisschen rumgeschwenkelt, aber fand ich jetzt nicht so mega dramatisch, ehrlich gesagt, dafür, dass wir das erste Mal auf Turnier machen müssen. Genau, dann kam jetzt der Schritt. Da habe ich halt ihn versucht, länger zu lassen, einfach um ein bisschen Spannung rauszunehmen. Sieht man hier sehr doll, dass ich den Zügel deutlich nachgegeben habe, weil ich halt einfach wollte, dass ein bisschen Spannung aus diesem Pferd kommt. Der war total angespannt und dingslich, und das haben sie natürlich prompt im Protokoll bemerkt, dass sie gesagt haben: Ja, keine Anlehnung im Schritt, aber mir war das einfach wichtig, mal so ein bisschen kurz einen Ruhemoment reinzunehmen, ihn mal zwischenzeitlich zu loben, dass er einfach mal kurz durchatmet, merkt, okay, ist alles gar nicht so schlimm. Ich fand, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Hier war er jetzt schon ein bisschen entspannt, er ist immer noch natürlich viel zu hoch mit dem Kopf und er ist immer noch sehr angespannt, aber langsam wurde das Ganze entspannter. Jetzt kommt gleich der Galopp. Genau, das war dann, also es ist ja, ich bin ja alles auf Ansage geritten, deswegen habe ich immer auf das Marsch gewartet und gewartet und gewartet. Da muss ja auch noch Äpfel. Und dann kam Gott sei Dank irgendwann das Marsch. Das war eigentlich, war okay, das Angaloppieren hat sich ein bisschen oben rausgezogen. Der Galopp an sich war schön. Er wollte ein bisschen schneller als ich wollte an der langen Seite, aber war alles gar nicht so schlimm, konnte ich gut kontrollieren.
Wo müssen wir jetzt durchparieren? Achso, wir müssen durch die ganze Verwechslung im Galopp. Genau, das hat er aber eigentlich auch gut gemacht. Ja, hier hat er jetzt wieder ein bisschen, oh mein Gott, sie werden mich fressen. Oh mein Gott, sie werden mich fressen. Oh mein Gott. Dann habe ich es geschafft, meine Gerte in meine Zügel zu wickeln. Deswegen habe ich gerade die Hand so hochgenommen. Ich dachte auch so, dein Ernst, wie hast du das jetzt gemacht? Genau, da mussten wir da wieder losgaloppieren. Ja, da ist er mir ein bisschen eilig geworden an der langen Seite. Da war er so ein bisschen so, oh, können wir es jetzt hinter uns bringen? Naja, ich glaube, jetzt sind wir auch gleich am Ende. An sich muss ich sagen, hat es mich natürlich enttäuscht, weil ich eben in Seben unbedingt toll sein wollte und er dann mit sowas angefangen hat. Aber ich kann mir da echt an die eigene Mütze greifen, weil ich war super, super nervös. Hier war das Zügel aus der Hand kommen lassen im Trab. Kannst du halt vergessen, ne? Also, ich hab's versucht, aber er war halt so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber wie gesagt, ich denke mir, da kann ich mir selber an die eigene Mütze greifen, denn wer mit einem Jungen fährt, total nervös auf einem Turnier reiten will, braucht sich, glaube ich, nicht zu wundern, wenn das nicht sofort top klappt. Aber ich denke, deswegen, da fangen wir ja an. Wir fangen gerade erst an mit der Klasse A. Und es ist natürlich viel, viel schwieriger, als eine E-Dressur durchzureiten. Und wenn ich dann noch nervös bin, denke ich, ist das nicht schlimm, wenn das nicht alles wie am Schnürchen klappt. Wir haben die Aufgabe zu Ende geritten. Das ist für mich das Wichtigste, dass es kein Komplettaussetzer ist, dass man irgendwie gar nicht mehr weitermachen kann. Sondern wir sind immer wieder reingekommen. Es war weit entfernt von perfekt. Aber ja, ich stehe dazu. Ich finde das nicht schlimm. Und genau, ich denke, da kann man auch reiterlich gut anknüpfen. Da stand er dann schön geschlossen. Wir haben am Ende eine Wertnote von 5,4 bekommen, was, denke ich, sehr angemessen war. Jetzt geht es weiter mit dem A2-Sterne-Springen mit Poldi und Himmel, Herrgott, habe ich mich eingeschissen. Schon beim Abgehen dachte ich mir, oh Gott, sind die Hindernisse hoch. Oh Gott, schaffen wir niemals. Oh mein Gott, wir werden sterben. Und alles ist bunt und es gibt einen Wassergraben. Und ich dachte mir, warum tue ich mir das eigentlich an? Und ich war mir eigentlich sicher, dass Poldi und ich dann nicht durchkommen werden. Aber ich habe einfach leider das beste Pferd auf dieser Welt. Es ging schon gut los. Den ersten Ochser haben wir unfassbar gut getroffen. Nicht. Er hat noch versucht, es zu retten. Dann habe ich mir gedacht, okay, konzentriere dich. Jetzt kam der niedrigste Sprung im ganzen Parcours. Hab mir gedacht, komm, den kriegen wir. Bin zwar ein bisschen unruhig im Oberkörper geworden, aber hat er gut gemeistert. Dann ging es zu drei. Das war auch ein echt hoher Ochser. Da hatte ich schon ein bisschen Schiss. Und der ging aber eigentlich, ich kam ein bisschen hinter die Bewegung, weil er so weit gekommen ist. Der war unfassbar unterlaufen hier. Und dann kam so eine blöde Wendung da hinten rum zu dem Rosanen. Also ich hatte eigentlich die ganze Zeit nur Angst. Ich saß immer drauf und dachte so, Polly, mach. Ist nicht schlimm, wenn du nicht machst. Und ich finde, das sieht man leider auch. Mein Pferd hat mir unglaublich leid getan. Ich dachte immer nur, oh mein Gott, du armes, braves Pferd. Ja, jetzt kam die Kombination. Und ich denke, man sieht relativ deutlich, an welchem Punkt ich aufgehört habe zu reiten. Und ab welchem Punkt mein Pferd sich dann gedacht hat, mein Gott, dann halt nicht. Etwa jetzt. Hat er sich gedacht, mein Gott, so viel Stangen auf einen Haufen. Wenn du da nicht rüber willst, Mädel, dann müssen wir nicht rüber. Ich habe mir dann gedacht, komm, Ruhe, jetzt ziehen wir die letzten drei Sprünge auch noch durch. Und die Ruhe war leider genau das Problem, denn ich habe mein Pferd in eine Kombination geschickt, ohne ein Grundtempo und von ihm erwartet, das für mich zu lesen. Dieses arme, unfassbar brave Pferd. Er hätte nicht abspringen müssen. Es hat einfach nicht gepasst. Hat nicht gepasst. Aber er hat es getan. Er hat sich Gott sei Dank überhaupt nichts getan. Ich bin ja dann ein Stückchen weiter getrabt und habe gesehen, alles gut. Deswegen haben wir dann den Wassergraben noch mitgenommen. Und jetzt kommt der letzte und höchste Sprung. Und ich war so unfassbar erleichtert, dass ich diesen Sprung wirklich passend angeritten bin und der super kam und da noch Luft war. Also es war einfach nur ein Chaos in meinem Kopf, ehrlich gesagt. Also ich kann euch echt nicht sagen, es war einfach nur Chaos. Ich dachte immer, oh Gott, sieht das so raus, oh Gott, wir schaffen das nicht. Wir sind irgendwie drüber. Oh mein Gott, und in der Kombination, es hat mir so leid getan. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ich meine, Fehler machen ist menschlich, aber jedes andere Pferd hätte einfach geparkt und sich gedacht, das passt nicht. Ich bin so langsam da reingaloppiert, weil ich versucht habe, da wieder Ruhe und Kontrolle reinzukriegen, nachdem man mir vorbeigerannt ist. Das hat einfach nicht gepasst, der hat eh so kleine Pony-Galoppsprünge. Und dieses unfassbar brave Pferd hat noch versucht, da irgendwie rauszukommen, ist noch in den Sprung reingesprungen, hat sich Gott sei Dank nichts getan, aber ich dachte nur so, oh. Oh mein Gott, wir sind aber wirklich durchgekommen. Wir sind wirklich, wirklich durchgekommen. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, es war alles nur in meinem Kopf. Diese Sprünge, sind 10 cm höher als das, was wir im A1 Sterne springen, was wir souverän springen. Er hat beim letzten gezeigt, dass er das super entspannt springen kann, wenn ich vielleicht mal reiten würde und nicht jedes Mal sagen würde, Pferdchen, mach schon. Und mit genau diesem Ziel gehen wir auch ins nächste A2 Sterne springen. Also ich werde jetzt nicht ausschließlich A2 Sterne springen, auf gar keinen Fall. Ich reite weiterhin hauptsächlich A1 Sterne mit ihm, aber ab und zu werde ich auch weiter A2 Sterne springen. Und dafür habe ich mir vorgenommen, einfach nicht so eine Panik zu machen, sondern einfach zu reiten. Gar nicht mich darauf zu konzentrieren, wie hoch die Sprünge sind oder nicht hoch die Sprünge sind oder bunt oder nicht bunt oder was auch immer.
sondern einfach zu reiten. Das hat leider in diesem Parcours komplett gefehlt. Aber Polly ist halt einfach unfassbar lief und hat mich dann durchgetragen durch unser erstes A2-Sternenspringen, wofür ich so dankbar war. Wir hatten, glaube ich, am Ende 25 Fehlerpunkte oder so, aber mein Gott, das war mir so egal. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie euer erstes A2-Sternenspringen war und ob ihr auch so super tolle Pferde habt, die euch solche Fehler Gott sei Dank verzeihen und euch da durchtragen. Ich bin super gespannt, wie unser nächstes A2-Sternenspringen wird. Und zwar kommt das am 30. sind wir in Lauchham. Da reite ich A1 Sterne und A2 Sterne. Und ich bin super gespannt, ob es da vielleicht schon besser wird. Aber ich erinnere mich noch an meinen Anfang in Klasse E. Das war etwa genauso chaotisch. Ich glaube, ich bin leider so ein kleiner Panikmensch. Aber ich denke, das wird alles. Ich habe schließlich die besten Pferde in dieser Welt. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Tipps und Tricks für mich habt oder was ihr sonst insgesamt so zu den Starts denkt. Und dann seht ihr mich am Dienstag wieder. Tschüss!